1. August 2014, Erzengel Michael, Heiligen Geist Eucharistischen Kapelle, Funtainvallei, K., um 9.50 Uhr Erzengel Michael und siehe da, o Leute der Erde, sie sind in einer großen Schlacht jetzt für die Zukunft eurer Seelen und die Zukunft der Menschheit hier auf dem Planeten Erde. Doch viele von ihnen werden von dem Bösen, wer mir diejenigen, die an der Macht sind und Kontrolle über andere, um die Pläne der Vater im Himmel für die ganze Menschheit zu besiegen, geblendet und getäuscht. Zum Glück für die Menschen der Welt, wird der Plan des Vaters im Himmel über alle in dieser Endzeit herrschen, und der Böse und seine Schergen für alle Ewigkeit in die Eingeweide der Hölle geworfen werde. Das ist das Versprechen, das ich vermitteln Ihnen im Namen des Vaters im Himmel, und sein Sohn, der Erlöser der Welt. Während dieser Endzeit, sollten Sie nicht zu fürchten, denn der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus schützt alle seine Kinder, die ihren Rücken auf den Schöpfer von allem, dass es nicht erscheinen will, denen, die gewählt haben, um trotz ihrer Schöpfer und der unter euch leben, als Schergen des Bösen. Viele von euch beneide sie für ihre Macht und Kontrolle, und großen Reichtum, die sie durch ihre Gier und Geiz gekommen ist, aber ihren Reichtum ist nur vorübergehend und von dieser Erde, und deren Reichtum und Macht in den ewigen Realms bedeutungslos sein, wo die sanftmütig und Armen werden das Reich Gottes ererben. So sei es nach dem Vater im Himmel. Während sie während dieser Endzeit sind hier auf der Erde, müssen sie nun immer wachsam sein, um den schlauen Plänen und Untaten der führenden Unternehmen der Welt und diejenigen, die die Ressourcen der Welt in ihre eigene Selbstgeschütztreiche genutzt haben sein, für diejenigen, die haben und steuern den Reichtum der Welt sind voll eingebunden und engagiert zu einer drakonischen Plan des Bösen ein, um den Plan des Vaters im Himmel zu besiegen. In ihrer Hybris und Arroganz, glauben sie, sie haben die Erde geerbt. Aufgrund ihrer Täuschung der Massen der Menschheit durch die List ihrer geistigen Führer, Luzifer selbst, sind sie unwissend und blind nach den Plänen des Bösen ist, um die Menschheit von der Regel des Bösen und seine Schergen zu unterwerfen. Sie werden nicht erfolgreich sein in ihrem Plan. Diejenigen von euch, die treu zum Vater im Himmel sind, und zu deinem Herrn und Heilandes Jesu Christi, müssen erkennen, dass du sollst das neugeborene Erde nach dem großen Schütteln und die große Transformation, die die Welt aus dem Geißeln der Bösen zu reinigen erben ein und die ganze Menschheit zu schützen von einer Zukunft des Bösen. Für die Macht der Heilige Geist wird über die Erde und alle Bewohner der Erde, der nicht von dem Vater im Himmel, in diesen schwierigen Zeiten eingeschaltet haben, abzusteigen. Daher nun obliegt es allen, die diese Nachrichten hören, vom Himmel zu erreichen, um ihr Leben, ihre Familienmitglieder und Freunde, und alle Bewohner der Welt, um ihnen zu versichern, dass sie nicht von ihrem Heavenly verlassen worden Vater. Obwohl es schwierig für sie, um seinen Plan für die sie in diesen Stunden der Dunkelheit zu sehen, ist das Licht der Kraft des Heiligen Geistes immer gegenwärtig für sie, auf die sie anrufen, um durch die Dunkelheit führen. Bald wird das Licht von der Kraft des Heiligen Geistes wird sich so heftig auf die Bewohner der Erde zu manifestieren, dass nur die dunkelsten Seelen werden von dem himmlischen Vater wenden. Die Scheuer wird vom Weizen getrennt werden, und die reiche Ernte, die auf die Menschheit manifestieren wird, eine Zukunft für den neuen Himmel und die neue Erde für alle Kinder Gottes zu versichern. So sei es. Gott sei Dank. Nachricht endete 10.10.